aus. Und nochmal Super Sliding Spock 540 von Tokyo France. Jetzt ist aber Zeit für Raimond nochmal zu kontern. Tokyo France mit einer Helipack, Raimondo im Gabelbaum und jetzt hier Tokyo France nochmal beim Rausfahren, nochmal ein toller kleiner Chop-Up, 30 Sekunden. Mit eingebauter Pirouette, ganz toll gemacht, Raimondo. Man merkt, er ist bei diesem Wind jetzt noch etwas überfordert. Tokyo France hat hier eindeutig das Rennen gemacht. Das muss man nur mal sagen. Es ist so. Also, da braucht man. Jetzt hat er am Ende war ihm bestimmt ein bisschen zu warm. Da hat er gedacht, jetzt nehme ich noch ein kleines Bad. Also, Tokyo France, jetzt wirklich nur noch wenige Sekunden. Und ich glaube, man braucht hier nicht Einstein zu sein, um zu sehen, wer hier gewonnen hat. Mal einen Job auf und die rote Flagge, das ist das Ende. Also keine Manöver werden jetzt mehr gezählt. Das ist das Ende des Lieds. Wir warten natürlich noch auf das offizielle Resultat, auch wenn ich inoffiziell schon sagen könnte, dass hier Tonki das Rennen gemacht hat und höchstwahrscheinlich jetzt im Finale gegen den Franzosen Nicolas Angerschon antreten wird. Okay, Dr. Beat, kannst du bitte zur Bühne kommen? Stefan Beat, bitte auf die Hauptbühne, danke. Aber trotzdem, ein Applaus hier, Raimondo Gasperini. Und da kommt doch mal Tokyo. Meine Damen und Herren, ein fetter Applaus für Tokyo France.